Der Locke ist da, der Locke ist da. Ja, der ist da. Warte, I'm coming to you. Ja. Ah, der Locke ist da, der Locke ist da. War schon am Looking. Da ist der Locke, ja, genau. So, heute machen wir mal crazy shit. Der Locke hat nämlich, oh, ja, ganz gelb heute. Der Locke hat nämlich crazy Gläser mitgebracht. Wo, oh, da, genau. Wir werden heute nämlich mal, oh, Licht. Doch, da. Wir werden heute, oh, so gelb heute irgendwie. Wir werden heute diese niegelnagelneue GoPro in diesem Glas, da wir kein Gehäuse haben, versenken. Und zwar in einer Fritteuse. Deswegen werden wir gleich hier dieses super frische Öl mal schön dezent auf 175 oder 180 Grad erhitzen. Mhm. Und werden dann mal Pommes machen. Live. Unter Wasser. Unter Öl. Extrembedingungen. Ich muss gleich mal eben nach oben. Ich habe mein Messgerät für Temperature. Ja. Ja. Ja noch, damit ich auch beweisen kann, damit wir böse heiß sind und so. Ja. Genau. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So, wir haben jetzt noch ein paar Hilfsmittel besorgt, und zwar einmal Thermometer, zeigt ja die Temperatur mal an. Ne, zeigt ja jetzt doch, da zeigt auch an. Dann können wir gleich testen, dass wir wirklich 175 Grad sind oder noch mehr. Und dann noch eine Lampe, damit wir auch unter Wasser, unter Öl auch dann ein bisschen was mehr sehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das Ganze jetzt wie wo aufbauen. Warte mal, die Funzel, die mache ich jetzt hier rein. Ah, Licht. Es war Licht. Dann haben wir nämlich auch gleich richtig Licht. So, dann haben wir das Teil. Da haben wir das Teil. Ich würde sagen, wir füllen erstmal. Warte mal, wie weit muss ich denn? Gulp. Geht sogar alles rein. Müsste sogar passen eigentlich, einigermaßen. So, andere Perspektive. Also, ich bin auch noch hier. Hallo. Hallo, das sagt man auch nicht in so einem Vlog. Ne? Also sowas nicht mal so. Hallo in die Kamera ist. So. So. Dann brauchen wir Zebras Mongos. Dass wir jetzt unsere GoPro hier auch. Warte mal, erstmal ein. Rein. Jetzt mal eindecken und ein bisschen schützen. So, das machen wir einfach nur, damit wir die Hitze von der Kamera weghalten. Damit das Ganze nicht hier noch zum Desaster wird. Was sehr teuer werden würde. Ein wenig. Muss ja nicht unbedingt sein. So, das sieht doch schon schicker aus, oder? Dann haben wir die Hitze schon mal von da weg. Haben wir schon überlegt, die andere GoPro hier in das Schutzgehäuse zu packen und die in das Glas, aber ich glaube, das passt nicht. So, dann haben wir jetzt schon mal so ein bisschen. So, dann nochmal. Das packen wir jetzt, glaube ich, dahinter. Das reicht sogar schon fast. Oh, das sieht ja schon ganz gut aus. Genau. So, und dann würde ich sagen, schmeißen wir die Fritteuse mal an. Here we go. So, jetzt setzt sie sich mal raus. Ne? So, und dann brauchen wir ja noch Pommes. Ja, sonst geht es ja nicht. Wichtig. Genau. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 10 Grad. 10 Grad. Yeah. Einmal 10 Grad. 10 Grad Öl. Öltemperatur. Jetzt haben wir das Ganze ja schon in ein Glas gepackt, logischerweise mit diesem ganzen Zeva-Zeugs hier. Da Glas aber, oder beziehungsweise das würde ja schwimmen wie ein U-Boot oder wie ein Schiff, müssen wir das Ganze noch fixieren, damit das Ganze auch. Hoffentlich schwimmt das nicht wie ein U-Boot. Bombe. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Wird dann auch scharf. Ja. Einmal jetzt hier oben gesichert und einmal jetzt an der Seite gesichert, damit die GoPro da einfach oder das Glas einfach jetzt nicht schwimmt, aber jetzt ist es bombenfest. So, kriegen wir die GoPro dann jetzt noch raus, damit wir das Glas auch gleich erstmal ohne Temperatur switchen können. Warte mal, ich habe hier so eine. Ohne Inhalt einmal testen. Genau, ich habe da so eine geile OP-Zange hier. Ich mache das einfach mal. 137.
Mythbusters. Hat so ein bisschen was von Mythbusters. Ja, wir sind definitiv Mythbusters hier. Welcher Mythos wäre das denn? Genau, welcher Mythos? Ob man eine GoPro erfolgreich versenken kann in der Fritteuse. Das ist der Mythos, den wir heute knacken wollen. Da ist die GoPro. 78. Also wir haben jetzt im Glas haben wir 78 Grad. In dem, da wo die GoPro sein soll. Ah, 76. Und das Fett hat jetzt... 146, also ein paar Gerätchen müssen wir noch. So, wieder zurück. Ich weiß gar nicht, so. Aktion geglückt. GoPro hat es auch überlebt zum Glück. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Ich habe, weiß ich gar nicht, ein, zwei Monate habe ich auf jeden Fall gebraucht. Locker hat zum Glück, da ist er, das Glas besorgt dazu. Temperaturtechnisch ist echt alles gut geworden. Ich gucke nochmal innen drin. Ja, wird total abgekühlt. Pommes sind über 100 Grad. Alles soweit super. Und jetzt würde ich sagen, checken wir mal das, das Material, was ich jetzt gerade geschossen habe. Da bin ich ja jetzt am meisten aufgespannt, dass wir auch alles richtig so haben, wie wir es denn haben wollen. So, das löse sicher mal aus und dann würde ich sagen, wandern wir jetzt mal eben ins Büro. Ins Studio. Ins Studio, genau. Ja, ne, die ist auch. Ja. 50 Grad ist er geworden, also schauen wir mal. Gut, bis gleich. Bis gleich. So, komm, ab ins Büro. Die Aufnahmen sind so geil geworden. Wir machen es jetzt aber ganz schlimm oder ganz ekelhaft für euch, denn die Aufnahmen zeigen wir nämlich in einem gesonderten Video, weil wir das einfach, sprich, komprimieren wollen, das Ganze. Auf jeden Fall, die Aufnahmen, die lohnen sich definitiv. Wird ungefähr knapp eine Minute, das Video oder so. Aber das seht ihr dann, in dem Video dann halt. So, und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir eine Runde Spaß noch, würde ich sagen. Ja, genau. Wir fahren jetzt noch ein bisschen eine Runde Bierkiste fahren. So.